Liebe Leute, Freunde Athens, Athener, herzlich willkommen zurück. Ich habe mal wieder eine Folge einbauen können und ihr habt mal wieder Zeit gefunden reinzuschauen. Hervorragend für beide Seiten. Wir beginnen in wilden Zeiten. Dieses noch sehr junge 17. Jahrhundert hat bereits große Veränderungen auf unserem Thron hervorgebracht. Alexandra, die, ich glaube, weit über 50, fast 60 Jahre, glaube ich, herrschte über Athen. Das Reich zu neuer Größe führte, nach Italien führte, eine neue Heimat für uns fand. Sie ist verstorben. Wir haben eine Provinz ihr zu Ehren umbenannt. Auch ihr werde ich dann auch noch bei Zeiten eine große Festung errichten, die auch ihren Namen natürlich tragen soll. Alexandra wird das Bollwerk Italiens werden, wird dafür sorgen, dass das, was erobert wurde, auch zusammengehalten wird. An ihrer Stelle herrscht nun Antonio der Dritte. Hat herausragende Werte, muss man sagen. Aber es war ein wilder Ritt, sein Antritt. Fast haben wir Ragusa an die Rebellen verloren, beziehungsweise wir hatten es verloren, mussten es in letzter Sekunde zurückerobern, sonst wäre er seinen Thron direkt wieder los gewesen. Das wäre natürlich ein herber Schlag für diese Dynastie gewesen, die bisher so glorreich geherrscht hat über Athen. Und es gibt viele große Kriege in Europa, die natürlich auch Möglichkeiten eröffnen. Wir haben uns bereits Venedig schnappen können, jetzt als Vasall integriert quasi in unser größeres Athen. Und bevor wir hier in die Details reingehen, will ich mal wieder den Blick ein bisschen schweifen lassen durch die Welt, dass wir auch mitkriegen, was außerhalb passiert. Gerade jetzt in dieser komplexen politischen Situation ist das, glaube ich, wichtiger denn je. Gucken wir mal ganz kurz Kontinent für Kontinent durch. Beginnen wir in Südamerika. Ich würde sagen, da hat sich jetzt zuletzt nicht so viel getan in der kolonialen Entwicklung. Der Norden dominiert von Neugranada. Im Süden sehen wir viele portugiesische Kolonien. Die Inka noch mächtig, aber hier auch schon Kastilien bereit und von oben kommt auch Kastilien heran. Also, ist jetzt schlecht, dass für die Inka in Zentralamerika sieht das noch deutlich besser aus für die Eingeborenen. Ui, Englisch-Westindien. Hat sich fast die komplette Karibik unter den Nagel gerissen. Und auch da Portugiesen, Kastilianer unterwegs. Die Franzosen relativ zurückhaltend in ihrem kolonialen Streben. Auch hier die Briten natürlich und die Dänen so ein bisschen, ne? Aber extrem zurückhaltend. Hier wird sich jetzt demnächst mal eine Kolonialnation dann einrichten. Aber ich glaube, dass 17. Jahrhundert wird auch ein Jahrhundert sein, in dem es hier extrem vorangehen wird. Afrikas Küstenlinie ist schon relativ aufgeteilt. Oh, da die Briten wahnsinnig stark. Sakalava, weiß ich nicht, ob ich die jemals gesehen habe. Nicht zu verwechseln mit Äthiopien, ähnlich. Äthiopien haben wir letztes Mal schon angesprochen, wird spannend mit der Grenze hier zu den Mamelucken irgendwann. Und ein sich immer weiter ausdehnenden Osmanenreich, immerhin, ja, Kopten. Potenziell ein Freund vielleicht irgendwann in 50, 60, 70 Jahren für uns. Mal schauen. Die Timuriden, von denen wir nicht viel wissen, aber wir wissen, dass sie immerhin die sechstgrößte Macht auf Erden sein sollen. Könnten auch ein Konkurrent für die Osmanen noch werden. Und in Indien, da dominiert scheinbar Barmanes. Reicht aber nicht für die Großmachtsrang. Wahrscheinlich, weil sie ja auch institutionstechnisch recht weit zurück sind. Oh ja, guck mal, die Timuriden sind deutlich eigentlich sogar von den Dänen. Denen fehlt es aber vor allen Dingen an der Druckerpresse, die sie nicht haben. Wir noch ein Stück zurück, ne? Aber wir nehmen langsam Fahrt auf, so in die Top 20, Top 15 vorzustoßen, denke ich mal. Tja, und dann der Blick nach Europa selbst. Wie gesagt, Britannien hat sich komplett zurückgezogen, muss man sagen. Keine Verbündeten, nicht einen. Und doch sagen sie nein, mit den Athenern wollen wir uns nicht einlassen. Britannien fände ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig attraktiv gegen Aragon gerichtet. Wahnsinn, kein einziger Bündnispartner. Haben aber ihre Insel konsolidiert, auch Island genommen. Das reicht ihnen, das genügt. Burgund mittlerweile mehr oder weniger von der Karte verschwunden, wird jetzt auch erobert von Frankreich. Namur, dann denke ich, nehmen sie hier auch den Rest. Ich glaube, Burgund ist gleich Geschichte.
Geldern ist relativ stark geworden hier in der Region. Und Bremen ereilt das gleiche Schicksal, das schon viele ja, Emporkömmlinge im Reich ereilt hat. Wir hatten es gesehen mit Brandenburg, wurde einst sehr mächtig, existiert nicht mehr. Köln war eine Zeit lang hier die dominante Macht. Bis nach Friesland haben sie es geschafft. Nahezu zusammengebrochen. Vielleicht jetzt das Comeback gegen Bremen. Mal schauen. Hamburg? Das sieht ordentlich aus. Lübeck existiert noch. Ja, und die Dänen, ne? Die haben einen massiven Schlag erlitten jetzt zuletzt. Auch ohne Bündnispartner. Nur noch mit den Schweden. Aber nur 46% Freiheitsbestreben, weil Schweden hat massiv abgeben müssen an unseren Verbündeten. An Polen, Litauen. Und die stehen brutal stark da mit Frankreich an ihrer Seite. Herrschen jetzt über Stockholm bis ans Kaspische Meer. Also schon von der Ostsee bis an die Kaspische. Das ist enorm. Aber Dänemark ist noch nicht ganz abzuschreiben hier, auch mit Dänisch-Russland und so weiter. Russland selbst, negativ. Habe ich, glaube ich, auch gar nicht erlebt. Zumindest nicht in meinen Let's Plays, dass Moskau bzw. Russland einfach komplett verschwindet. Und dafür Rasan, Jaroslav, Perm, Kasan, dass sich hier auch gar keiner durchgesetzt hat, ne? Die Horde auch verschwunden, komplett überrannt worden von Polen-Litauen. Hasan Kajew ist groß und mächtig und ein Verbündeter von dem Osmanischen Reich, die nicht nur die größte Macht auf Erden sind, mit Abstand. Wobei, wenn man nach Entwicklung geht, kommt Polen-Litauen ran, aber wir haben gesehen, wie die Armeeverteilung ist. Wenn wir das reine Limit uns angucken, da schaffen die Osmanen es einfach, das Doppelte ins Feld zu führen. Und sie haben starke Verbündete. Naja, gesamter Hinterhof hier gewissermaßen im Osten ist gesichert. Tunesien steuert noch so ein bisschen Macht im Mittelmeer dazu. Dass sie eigentlich nur um diese Grenze hier zu Ungarn, Polen, Litauen und zu uns sorgen müssen. Österreich führt Krieg gegen Ungarn. Verteidiger im Handelskrieg, im ungarischen Handelskrieg. In den irgendwie dann... Na, ich möchte Ungarn anwählen. Das ist falsch. Ich habe Ungarn angefangen. Ach, Leute. So. Wir haben jetzt einen Handelskrieg angefangen und irgendwie wurde Polen-Litauen damit reingezogen. Ich bin nicht ganz sicher, wie. Österreich jetzt auch ohne Verbündete dastehen. Das ist hochattraktiv für uns natürlich jetzt. Wir konnten jetzt gerade schon einfachst Venedig nehmen. Jetzt ist Österreich auch noch ohne Bündnispartner plötzlich. Ungarn wird überrannt. Und das bedeutet auch, dass der kleine Verbündete von Ungarn, nämlich Siena, dürfte gerade ohne Partner quasi dastehen. Den Anspruch lasse ich mal, mir ist mir aufgefallen, ich habe ja hier noch einen Anspruch, ich habe noch die Kernprovinz von Donji Kraji. Aber Siena wäre jetzt quasi wahrscheinlich frei anzugreifen für uns. Einziges Problem, wir haben sehr, sehr hohe aggressive Expansion in der Region, also Mailand sind wir bei 42, Österreich. Der 20 geht noch. Aber dann auch so Mächte wie, ja, auch jetzt 34, Frankreich, da wird es dann kritisch. Auch 34, Aragon 20. Also wir können nicht einfach mal Siena schlucken. Jetzt mit Venedig haben wir wirklich einen ordentlichen Bissen genommen. Müssen wir beobachten. Na gut, und dann bleibt Mailand, die nicht mehr verbündet sind mit Polen-Litauen, also. Plötzlich ist der gesamte Norden für uns ja, erreichbar und angreifbar geworden. Das ist natürlich hochinteressant. Was wir nach wie vor nicht haben, ist die Allianz mit den Kastilianern, mit dem Haus de Trastamara. Mittlerweile geradezu unmöglich geworden. Das ist ganz schön frustrierend, weil ich jetzt natürlich da eine Staatsehe drin habe, die mir hier diplomatische Macht abzieht. So, nach dieser Rundtour konzentrieren wir uns mal auf das, was hier innenpolitisch passiert. Konvertieren nach wie vor nicht notwendig, würde ich sagen, weil ich habe ohnehin eine relativ hohe Einheit und es dauert sehr lange. Ich habe jetzt einen Untertan erlangt, das heißt, ich kann das hier mitnehmen. Kosten für diplomatische Annexion reduzieren. Werde ich nämlich auch sofort machen, weil ich habe jetzt hier auch die 400 Machtpunkte, die ich brauche. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Moral der Flotte, Flottradition, Seeleute, global. Ja, können wir abschließen, ne? Warum nicht? Das nächste wird schwieriger. Okay, so viel dazu.
Das ist nicht relevant. Noch 34 Monate im Zeitalter der Reformation, auch spannend. Klar, zu viel Beziehungen haben wir gesehen. Wir haben einen Kredit laufen. Genau. Und wir können jetzt in integrierte Eliten investieren. Reduziert nochmal die Kosten für diplomatische Annexion um 25%. Ursprünglich hat Ferrara knapp 400 Macht gekostet. Wir gucken gleich mal, was es uns jetzt noch kosten würde. Denn wir müssen Ferrara annektieren. So schnell und so bald wie möglich. Das spielt jetzt hier natürlich auch eine Rolle, dass die relative Stärke der Vasallen wird zusammengerechnet gegen uns. Und die liegt bei 43,1%. Auch deshalb fällt es uns sehr schwer, Venedig wieder ein bisschen zu beruhigen. Dann könnte man überlegen... Na gut, wenn ich die Armee nicht bezahle, sogar Fortius Constarini mitzunehmen, um mehr diplomatische Reputation reinzubringen, denn die fehlt uns natürlich gerade durch unsere geringe Legitimität, die Antonio hat. Und jetzt geht's los. Erstmal warte ich auf den Diplomaten. Dann gucken wir einmal nämlich zwei Sachen nach. Erstmal, jawohl, Krieg gegen Siena würde gerade Ungarn nicht reinziehen, weil Ungarn ist am Boden. Und die Provence auch nahezu tatsächlich. Wäre durchaus attraktiv, muss ich sagen. Da bräuchte ich dann keinen Verbündeten. Einziges Problem, ich habe halt keinen Spielraum so richtig, wenn ich keine Allianz gegen mich haben möchte, keine Koalition. Ich kann nicht so viel Land nehmen. Unmöglich. Was ich gleichwohl machen kann, ist aber zum Beispiel Ferrara, das eine Kernprovinz ist. Oder Ferrara betrachtet es noch als Kernprovinz. Wäre interessant. Also das wäre günstiges Land, dass wir Siena hier zumindest einen Schlag mitgeben. Wenn ich gerne mehr hätte. Aber ich glaube, es ist besser und einfacher, kriegen wir keinen Krieg mehr gegen Siena. Deshalb werden wir den gleich führen. Ich gucke mal, ob ich die Provence sogar auch vermeiden kann. Dann muss ich einfach nur hier über das Land herfallen. Genau, und dann die Annexion. Oh! 190 ist gefragt. Genau, bis 28. Ne, achso, Entschuldigung. Bis 28. Mai kommt erst der Diplomat zurück. Ja, Leute, wir führen diesen Krieg, oder? Gegen Siena günstiger kriege ich ihn nicht. Das ist so einfach. Provence ist mir relativ egal. Da kann ich einfach noch ein bisschen Geld rausprügeln. Besetze das Land und gucke dann, was ich damit mache. Auch wenn ich nicht alles nehmen werde, aber ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall, genau. Ziel ist die Rückeroberung von Arezzo. Und dann machen wir es einfach mal. Ah, wobei, ich will vorher die Annexion starten. Das kann ich an Kriegszeiten sonst nicht mehr tun. Da ballern wir einfach ein bisschen Gold raus, Ende Mai. So viele attraktive Ziele plötzlich für uns, ist der Wahnsinn. Ungarn ist angreifbar, Mailand ist angreifbar, Österreich angreifbar. Wobei wir natürlich durch unsere Eskapaden hier mit Antonios Thronbesteigung uns ein paar Probleme eingehandelt haben. So andersrum. Zack. Annexion. Bis 1616, ja genau, 8 Jahre, aber kosten nur 270 statt ursprünglich 400 irgendwas. Also da lohnen sich die Einflussideen jetzt schon massiv. Da wir keine Reputation haben, wird es halt sehr lange dauern. Oder nur sehr wenig Reputation, da müssen wir kurz den abziehen. 8 Jahre lang ist aber verschmerzbar. Gut, es wird noch ein bisschen mehr, wenn ich Arezzo noch anfüge, aber in Ordnung. Völlig in Ordnung. Provence bleibt drin, von mir aus, und nehme ich da ein bisschen Geld noch mit. Wir haben unser Kriegsziel. Und wenn ich nicht viel Land nehme, ist das auch völlig in Ordnung. Oh, Flandern? Wie ist Flandern da jetzt reingeraten? Hä? Hab ich jetzt irgendwie auf dem kalten Fuß erwischt. Flandern? Warum Flandern? Wo ist überhaupt Flandern? Was hat Flandern in der Nummer zu tun? Sie sind ein Juniorpartner der Provence. Interessant. Okay. Good to know. Oh, guck mal. Direkt Mailand marschiert hier an der Grenze auf. Das ist doch kein Zufall. Die wollen ihren Teil von Siena. Da wette ich drauf.
Da müssen wir auf jeden Fall schauen. Natürlich kann gut sein, dass Mailand dann den Rest nimmt. Das ist ein bisschen blöd. Dass es jetzt hier einfach wird natürlich dann für Mailand dadurch. Aber gut, in Ordnung. Wenn der Krieg rum ist, können wir durchaus gucken, ob wir dann hier in den Berater investieren. Der ist jetzt natürlich viel zu teuer für uns. Wo die Kastilien jetzt sogar groß macht. Und die Irokesen mit Großbritannien. Da ist Flandern, das ist unangenehm. Aber das ist im Griff zu halten. Und ja, ich weiß, uiuiuiuiui. Armee de Marseille. Mit einem hervorragenden Anführer. Nicht, dass ich mich hier übernommen habe jetzt gerade dann doch. Gegen die Provence. Ich würde euch einfach einen weißen Frieden machen, ganz ehrlich. Ich habe ja kein großes Interesse, jetzt hier großartig Krieg gegen sie zu führen. Könnte vielleicht, wenn ich sie auch noch von der See her blockiere, dafür sorgen, dass es sich hier relativ schnell erledigt. Genau, Mailand attackiert Siena. Das heißt, alles Land, was wir jetzt nicht nehmen, wird Mailand sich nehmen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, bisschen blöd für uns. Weil ich ein echtes Problem habe, was aggressive Expansion angeht. Dafür war Venedig dann einfach zu teuer. Es wird relativ zügig gehen. Florenz wird ein bisschen dauern. Okay, gucken, was die Provence macht. Venedig wird sich nicht engagieren. In diesem Krieg. Dafür sind sie zu wütend noch auf uns. Aber wir beobachten das natürlich interessiert. Der Adel verliert nochmal an Loyalität. Ja. Schon relativ professionell, aber unsere Armee wieder zwischendurch ein bisschen abgebaut. Aber ganz ehrlich, France ist so unter Druck. Wenn jetzt hier gleich Lorraine fällt, das wird zügig gehen. Da machen sie wahrscheinlich einen weißen Frieden. Ich will einfach vermeiden, hier Schlachten schlagen zu müssen. Neapel, Treviso, Dalmatien und Alexandria bekommen Autonomie. Ich mache tatsächlich das hier mal. Ich jetzt relativ viel Macht gerade generiere. Ist zwar relativ teuer, aber ich muss die Inflation eh mal ein bisschen abbauen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Ich habe die Macht jetzt auch gerade auch mal da. Okay, sie wollen wirklich nicht raus. Ich würde halt gerne die Schlacht vermeiden. Ah, okay, jetzt haben sie Frieden geschlossen. Provence an Frankreich. Okay. Liberté Ecclesiae. Ah, Klerus verliert. Wir bekommen Dukaten. Oder Prestige und dafür Loyalität. Und Einfluss. Ja, Prestige. Ah, ja, wenn da eine Schlacht zustande käme, wäre das gar nicht unattraktiv. Venedig holt sich sein Land zurück. Ist ein bisschen ungünstig hier. Ich erober jetzt natürlich erstmal die Städte, wenn Mailand hier schon mit einer Kriegserklärung um die Ecke kommt. Das vor allem Mailand konnte Siena den Krieg erklären, ohne dass die Provence eingriff. Bei uns haben sie wieder eingegriffen. Uiuiuiui. Aufpassen, Politan, aufpassen. Überall Rebellen. Eieieiei. Sich damals nicht übernehmen. Oh, Äthiopien hat verloren an das Mamelukenreich. Okay, das zerschlägt meine Überlegungen so ein bisschen. Schicken wir ihnen noch die Kanonen rein. Erstmal das Terrain hier sichern. So. Dann gucken wir weiter. Das ist die neue Hauptstadt. Lothringen, okay. Das wird jetzt zügig gehen. Auch weil Ferraras General hier die Kontrolle übernommen hat.
Ich würde heute gerne Schlachten vermeiden, um meine Mannstärke zu schützen. Oh, ho, ho, ho. Achso, das ist der zweite Krieg. Österreich ist im Burgundischen Krieg mit dabei, den Frankreich angezettelt hat. Und dafür ist Polen-Litauen im Ungarischen Krieg dabei, den Ungarn angezettelt hat gegen Österreich. Was für ein Schlachtfeld. Ich fürchte, ich werde zu spät. Wobei, die sind relativ langsam gegen Ragusa. Ich könnte wahrscheinlich rübersetzen mit 10.000 Mann. Auch theoretisch direkt in den Hafen gehen. Was habe ich als Risiko behaftet? Erstmal muss aber Florenz fallen. Punkt. Dann nehmen wir die Provence raus und dann gucken wir, was für Frieden wir machen mit Siena. Das Gute ist, jeder Monat, der rumgeht, ist eigentlich ein bisschen die aggressive Expansion gegen uns überall. Ein bisschen. Es ist ein langwieriger Prozess. Osmanen machen mir natürlich Sorgen. Die haben viel zu viel Zeit, um auf blöde Ideen zu kommen, aber so gut ging es uns lange nicht gerade tatsächlich. Uns fehlt zwar Mannstärke ansonsten, aber sind wir durchaus auf dem Vormarsch. Wo ist die da ist die Provence. Okay, die hat einmal gewonnen gegen Venedig, aber das ist total in Ordnung. Die stehen ja eh nicht an meiner Seite. Okay, hier wird Frieden gemacht. Ungarn zieht Zagreb, Sopron und Varaždin ab. Interessant. Ich dachte jetzt eher, sie nehmen sich die Küstenlinie. Okay, Florenz ist gefallen. So. Jetzt die Überlegung. Kriege ich... Ja, ich kriege Ragusa wahrscheinlich noch gerettet und kann Flanderns Armee da einmal niederschlagen. Aber dann gehe ich eher über Dalmatien. Ah, Vorsicht walten lassen, Leute. Nicht zulassen, dass die Provence hier Land von mir nimmt. Dann muss eher Ragusa einmal fallen. Denn wenn sie jetzt Siena sich zum Beispiel schnappen, dann ist Mailand sofort da. So. Schlacht von Siena. Wird die Provence keine Chance haben, kommen nicht mehr weg. Dann wird sie auch der hervorragende General nicht mehr retten. Boah, aber sie haben auch die moralischen Vorteile auf jeden Fall auf ihrer Seite. Oh, die Fax sind die gut. Hey, hey, hey. Unsere Armee ist echt nicht mehr. Und das ist die Provence, ne? Genua brauchen wir nicht. Dann marschiere ich aber mit allem, was ich habe, glaube ich. Wobei. Nochmal gucken. Vielleicht kriege ich sie einfach jetzt in einem weißen Frieden. Ich will einfach diese Schlachten als möglich vermeiden. Ja, sie gehen nach Fokalkeda. Okay, dann schlage ich da einmal die Provence nieder. Vielleicht reicht das dann auch schon. Die sind doch so. Die haben schon gelitten in diesem Krieg, in den letzten. Ihr wollt doch gar nicht mehr kämpfen, Leute. Ihr habt doch gar keine Lust mehr darauf. Ich muss einfach sicherstellen, dass Mailand hier keinen Zugriff auf das Land bekommt. Deswegen eher gerade sogar ein bisschen defensiver agierend hier. Aber sie sind nicht da, wo ich sie erwartet habe. Okay, sind sie doch weitergezogen. Muss der Hafen, ist der ist hier, ne? In der Côte d'Azur. Okay, die Provence ist nicht mehr zu sehen, das ist schlecht. Dann sind sie hier oben nach Lorraine. Na dann doch den Weg. Jetzt könnte es zu spät sein. Ach, Venedig. Wenn wir ein bisschen freundlicher miteinander wären. Ist schon enorm, ne? Ist ein richtig guter Vasall, glaube ich. Weil ich das Land schon eher für mich selber haben möchte, einfach um da die Handelsmacht voll auszuspielen. Okay, Polen-Litauen hat jetzt... Moment, jetzt ist Polen-Litauen plötzlich gegen Österreich? Haben sie nicht gerade an der Seite Österreichs gegen Ungarn gekämpft? Jetzt wurden sie reingezogen in den... Wow, Frankreich hat wirklich Polen-Litauen noch reingerufen in diesen Krieg. Und ja, ich habe es gesehen, die Osmanen greifen wieder an. Holy fuck.
Schaffe ich es noch? Gehe gerade ein bisschen Risiko. Ich gar keinen Fall möchte, dass hier die Festungen fallen. Wobei, genau, ich habe Festungen. Das ist ja sehr gut. Die kriegen die Bronze eh nicht so schnell runter. Ja, shit, da kommt sie. Das ist die Provence. Das ist jetzt mega ungünstig für mich. Das heißt, ich schlage sie jetzt hier einmal ganz schnell und transferiere dann mit der Flotte wieder rüber. Also einmal ganz schnell Flandern schlagen. Auf gar keinen Fall Land am Mailand verlieren. Da habe ich die gleichen Fehler, die ich schon mal hatte, hier mit Verona, als ich gegen Venedig meinen ersten Krieg geführt habe. Und dann ganz schnell rüber nach Urbino. Nein, 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 nein! Nimm doch die Truppe mit! Oh, ich vergesse das jedes Mal. Da brauchen wir aber mehr als die 10.000. Die Belagerung ist total in Ordnung. Was sollen sie machen? Wo ist Ferrara eigentlich? Marschierten doch hier irgendwo gerade rum. Ein paar tausend Mann. Da oben in Flandern, okay. Warum nicht? Okay, jetzt habe ich Zeit. Jetzt kann ich den Rest auch noch rüberholen. Ja, 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 easy, easy. Da trauen sie sich dann auch nicht mehr. Wie gesagt, ich würde sie wirklich auch rausnehmen. Klar, Geld wäre jetzt nicht verkehrt, aber... Wenn die Alternative ist, dass sie sich jetzt hier großartig noch bekämpfen muss gegen ihre Armeen... Dann nicht. Dann noch lieber in die Attacke gehen. Das ist gar nichts hier. Können wir unterwegs mal besetzen. Ne, wir gehen direkt auf Lorraine jetzt einfach auf. Machen diesem Spuk ein Ende. Das ist eh der letzte Rest hier, der übrig ist. Der hier gerade nach Norden wegmarschiert. Na, jetzt doch dahin. Und es ist gar nicht verkehrt, wenn der Krieg ein bisschen länger dauert für uns. Wie gesagt, dann sinkt unsere aggressive Expansion überall noch ein bisschen. Okay, ihr marschiert durch, ich marschiere durch die Alpen. Guck mal, wie schneller ist. Ich fürchte die. Deutlich sogar. Schlecht verteidigt, holen wir uns sofort. Genau, den Hafen können wir da belagern. Nicht, dass es viel bringt, aber in Ordnung. Ganz schnell Lorraine nehmen, dann ist der Krieg auch hier vorbei gegen die Provence. Puh, das bricht jetzt immer wirklich das Genick, glaube ich, hier die Aktion. Idealerweise wird Österreich gleich rausgenommen und muss Land an Venedig abgeben, zum Beispiel Friuli. Das macht Venedig auch attraktiv für uns, dass sie natürlich Kernprovinzen haben. Gegen Brescia hier noch eine, Friuli. Istrien ist noch ein Anspruch. Doch, auch, okay, attraktiv, sehr attraktiv. Shit, jetzt kommt die... Ja, das ist jetzt ungünstig, ne? Jetzt muss ich mir überlegen. Wie gesagt, ich darf nicht zulassen, dass sie das Land hier zurückerobern. Es ist Mailand sofort da. Shit. Shit. Doof. Doof, doof, doof. Ich baue jetzt mal drauf, dass Ferrara hier Flandern nimmt. Ja, ist dann doch kostenintensiver, einfach weil die Provence nicht raus will. Timing ist nicht ideal für mich. Ich will doch gar nicht wissen, was mich das alles kostet. Ach du Scheiße. Ja. Wahrscheinlich
Machen wir uns nichts vor. Ich kann eh nicht so viel nehmen, ne? Muss ich den Krieg hier gar nicht groß noch weiterführen? Ich brauche gar keinen 100% Frieden, weil ich mir gar nicht leisten kann. Das ist total okay, weil das ist quasi keine exzessive Expansion, was eine Kernprovinz ist. Aber wenn ich auch nur Siena nehme, dann habe ich sofort eine Koalition bestehend aus Mailand, Frankreich. Ach du Scheiße. Mailand, Frankreich, Ungarn. Frankreich ist halt übel. Und Florenz selbst ist ja nicht billiger. Im Gegenteil. Das heißt, die beiden Provinzen fallen dann gleich an Mailand. Und zwar quasi umsonst. 50 Entwicklung, wenn ich nur 18 nehme. Das ist ganz unangenehm. Es bringt mir auch nichts, dann Florenz zu entlassen oder so. Kriege ich nämlich keinen Anspruch so schnell drauf. Das würde sich wahrscheinlich auch Mailand sichern. Das ist ja die einzige Alternative, die ich sehe, dass ich sage, ich versuche zum Beispiel sowas zu machen. Ich nehme mir Arezzo. Ich entlasse Florenz in die Unabhängigkeit. Um zu verhindern, dass Mailand das Land jetzt nimmt. Kann natürlich sein, dass Mailand danach einfach Florenz den Krieg erklärt, weil ich einen Waffenstillstand haben werde. Und ich kriege erst Zugriff auf Florenz, sobald ich Ferrara annektiert habe, was ein Weilchen dauern wird. Aber da ich eh keinen 100% Frieden hinkriege, also mir nichts nehmen kann für 100%, mache ich es tatsächlich so. Ein bisschen Geld gäbe es aber auch nicht. Nicht so viel. Einfach jetzt, wir nehmen uns jetzt einfach Florenz, um zu verhindern, dass Mailand sofort Florenz nimmt. Ist nicht ideal. Wir haben Arezzo zurückerobert. Hätte ich vielleicht jetzt sogar schneller haben, könnte ich gar nicht die Schlachten schlagen müssen gegen die Provence. Ich war irgendwie der Meinung, ich bräuchte wirklich viel, wirklich nur 100% Kriegsstand, aber ist eigentlich völliger Quatsch. Ich brauchte ja nur so und so viel, um Arezzo fordern zu können. Und Arezzo ist billig. Der Rest ist zu teuer. Dafür habe ich zu viel aggressive Expansion in der Umgebung. Dadurch mache ich meinen Vasallen jetzt noch ein bisschen größer, aber ich bin ja schon dabei, sie zu annektieren. Und es hält sich im Rahmen. Florenz ist zurück auf der Karte. Das ist die Frage, wie könnte man da vielleicht agieren? Oh. Wieso? Vielleicht den Aufstand proben. Wie könnte man jetzt agieren, um sich quasi Florenz zu sichern? Man könnte sie garantieren, aber es kostet mich wieder eine Beziehung. Und eine Garantie hat ja auch wieder ein Ablaufdatum. Also wenn ich die Garantie zurückziehe. Schwierig. Also ich habe ja dann, wenn ich es jetzt garantiere, habe ich danach eh wieder 5 Jahre Waffenstillstand. Ich krieg sie nicht wirklich aus der Einflusssphäre raus, ne? Handelsmacht werden sie auch nicht übertragen. Okay. Ja, ist eine Macht, Florenz. Ist eine Macht. Aber einfach zu verhindern, dass Mailand jetzt keinen Durchmarsch macht. Das gibt uns jetzt übrigens eine direkte Grenze gleich, ne? Die lasse ich jetzt kommen in Treviso. Und danach kann ich meine Armee den Unterhalt zusammenkürzen. Ja, das war abzusehen. Also nichts würde Mailand eigentlich davon abhalten, jetzt sofort Florenz den Krieg zu erklären. Aber ja, war mein kleiner Versuch jetzt irgendwie Mailand hier im Zaum zu halten. Mailand wird nämlich echt mächtig. Die profitieren gerade ganz schön davon, dass wir expandieren. Die hängen sich mal so dran, ne? Wir führen Krieg gegen Venedig, sie holen sich Brescia, ohne irgendwas tun zu müssen. Wir attackieren Siena, sie holen sich Siena, um irgendwas tun zu müssen. Aber die Annexion läuft. Jetzt dauert es natürlich einen Ticken länger bis 19. Wie gesagt, soweit ich die Armee deaktiviere. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Ich habe eine Festung in Treviso. Jetzt habe ich natürlich nicht das Geld. Ich brauche die Flotte nicht. Flotte deaktivieren wir.
Und wir gucken mal, das Zeitalter des Absolutismus. Wir haben eine multikulturelle Nation, direkt ein Perk, ist schon mal gut. Das hatten wir zwar, aber es ist jetzt zu spät. Beziehungsweise der Religionskrieg ist einfach sehr früh schon losgetreten worden. Wir werden nicht Kaiser von China. Absolutismus ist auch nicht realistisch, glaube ich. Ein Truppenlimit von 200 sehe ich jetzt auch nicht. 5 Universitäten, ja. Das heißt, ich kriege wieder 2 Perks einfach hin. Aber Nummer 3 wird hart. Handelshäuser werde ich nicht errichten. Das Truppenlimit schaffe ich nicht. Den Absolutismus schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Shit. Ja, meiner geht auf Florenz. Das war klar. Das war so klar. Hätte sie jetzt nur mit einer Garantie für eine Weile beschützen können. Aber nicht lange. Schade. Naja, ich hätte natürlich jetzt statt dieser Geschichte einfach Geld nehmen können. Ist dann jetzt halt aber so. So, Kastilien immer noch nicht? Nee. Wow. So eine Verschwendung, die Beziehung hier. Komplett für den Eimer, muss man sagen. Naja, beobachten jetzt hier mal, was Frankreich mit Österreich noch macht. Ah ja, meinen Diplomaten auf jeden Fall wieder nach Venedig schicken, dass sie möglichst bald hier auf Linie sind. Ansonsten haben wir jetzt Ruhe im Reich. Wir müssen jetzt im Prinzip warten, dass die aggressive Expansion so ein bisschen sinkt. Die Beziehungen sich verbessern. Naja, das hängt am Prestige, ne? Ah. Wir können, genau, wir werden jetzt, also was machen wir jetzt in der Reihenfolge? Wir werden Ferrara integrieren. Ich nehme mir gleich wahrscheinlich den Berater für mehr. Nein, er ist weg! Shit. Ist nicht mehr verfügbar. So viel dazu. Ich nehme mir keinen Berater. Und es wurde Frieden gemacht. Österreich muss Landshut an München und München an Bayern abtreten. Ach, am Ödeberg, Belloban, Ungarn. Ach du Scheiße. Also Österreich schrumpft massiv zusammen. Ungarn wächst wieder. Ich glaube, das Land, was sie gerade abgetreten haben an Österreich im Handelskrieg, muss Österreich jetzt wieder abtreten. So schnell kann es gehen. Na gut, also. Wir annektieren Ferrara. Schritt 1. Dann kriegen wir auch Venedig ganz einfach auf Linie. Und dann bereiten wir den nächsten großen Krieg vor. Den wir wahrscheinlich führen müssen gegen Mailand dann. Oder gegen Österreich. Oder gegen Ungarn. Ungarn? Okay, Ungarn nicht direkt. Ungarn werden wir nicht direkt angreifen. Wäre eine Option über Aragon, aber ich glaube, der nächste große Krieg wird tatsächlich gegen Mailand gefochten werden. Die haben schwache Verbündete. Es geht natürlich nur, wenn wir unsere Verbündeten mit reinkriegen. Und ich überlege jetzt, ob ich wirklich nicht irgendwo sparen muss. Diese gescheiterte Allianz, wo ich mir so sicher war, dass ich die kriege von Kastilien, das kostet mich jetzt natürlich nachhaltig. Oh, das ist interessant. Äthiopien und Timuriden. Interessant, interessant. Mailand wurde jetzt hier zum großen Profiteur meiner Politik. Wir nehmen Inflationsreduktion natürlich. Gibt es nicht wirklich bessere, ne? Nee. Aber gegen Mailand brauchen wir halt einen großen Verbündeten. Leider nicht genug Gefälligkeiten von Polnitern. Bei Böhmen wird es genauso aussehen. Oh, 9 doch schon. Warum habe ich so viel gefallen von Böhmen? Zur gleichen Zeit das Bündnis abgeschlossen. Na gut. Böhmen könnte vielleicht helfen für Gefälligkeiten. Aber Mailand hat eine uns deutlich überlegene Armee. Die dürften deutlich, deutlich stärker aufgestellt sein.
Mailand, da sind sie ja schon, ja, knapp 30.000, 40.000er Limit. Das ist schon recht heftig. Deutlich stärker mittlerweile als Österreich. Naja, nur nach stehenden Truppen, okay, vergiss das. Okay, wenn die nicht wollen. Aber das sorgt hier für deutlich bessere, deutlich sauberere Grenzen jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt auch technologisch wirklich auf dem Sprung zumindest. Nur die Verbreitung der Institution ist relativ langsam. Na gut, wir sind wirklich nicht die Letzten, wenn es darum geht, hier die jetzt anzunehmen, zu fördern. Tatsächlich jetzt, ne, wenn man wirklich jetzt viel. Ah, der Fokus. Den würde ich jetzt ändern. Den würde ich jetzt abbrechen. Jetzt haben wir jetzt sehr viel administrative Macht gewonnen. Das ist jetzt langsam überflüssig. Jetzt geht es nämlich eher darum, dass wir die Offensivideen und die Einflussideen nochmal durchpeitschen. Bis zur Reputation dauert es noch ein bisschen. Ne? Dann, wenn wir hier die nächsten zwei wären sehr wichtig für mich. Ich hätte fast meinen Fokus auf. Das hätten wir tun können, sollen, müssen, Fragezeichen. Ich hätte echt mal einen Fokus hier setzen sollen. Auf diplomatische Macht. Ich sehe, wie wichtig die Einflussideen hier gerade sind, eigentlich, die ich noch offen habe. Alle. Also zumindest die nächsten zwei und die letzte. Und Florenz wird auch annektiert. Ah, Mailand macht sich. Ich halte aber an Genua fest. Ich bleibe nach wie vor bei der Maxime, dass ich, je mehr Verbündete ich habe, desto besser gegen das Osmanreich. Und wenn sie mich einfach, ja, am Ende mehr kosten, ist das auch in Ordnung. Aber das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein in dieser wieder ultralangen Episode. In der nächsten beenden wir die Annexion von Ferrara, bauen unsere Armee auf und aus. Die ist mir hier gerade ein bisschen zu wirr irgendwie. Okay, Verona trägt das alles. 17 und 6, keine Kavallerie. Es ist, ja, würde ich auf 30.000 Mann ausbauen wollen, einfach, dass wir eine große, saubere Truppe haben. Habe ich immer noch. Es irritiert mich, dass ich da irgendwie nicht drüber bezahle, aber gut. In dem so ist. Obwohl ich so drastisch über Limit bin, kostet mich das nicht mehr. Na gut. Akzeptiere ich. Ah, die Revolution in Treviso scheint abgeblasen zu sein. Ist die Frage, ob ich die Festung trotzdem noch bezahle, aber ich glaube ja. Und dann entwickelt sich das jetzt, glaube ich. Wir brauchen jetzt so ein paar Jahre der Ruhe, glaube ich. Bis die aggressive Expansion so ein bisschen reduziert wird hier. 2,6 jährlich. Da können wir dann bald wieder agieren und dann holen wir uns Land von Mailand. Ja, das wäre im Prinzip alles. Also ganz ehrlich, das ist so meine Einflusssphäre Italien. Und am Ende hier auch die Küste runterzukommen bis Ragusa. Eine Hauptstadt, wo ich nach wie vor überlege, ob ich sie vielleicht nach Rom mal verlagere. Kostet mich ja 200 Macht. Ich weiß es nicht, ob sich das dann wirklich lohnt. Und unsere eigentliche Hauptstadt Athen. Die haben wir natürlich noch nicht vergessen. Wir kommen wieder. Beobachten noch ganz kurz, was hier passiert ist. Kairo gefallen. Alexandria gefallen. Das Reich in zwei geschlagen. Nein, in drei. Drei Teile. Den arabischen, den ägyptischen und dann den nordafrikanischen Teil. Oh, das Mamelukenreich nimmt wieder Fahrt auf. Und jetzt ist die Frage, gegen wen als nächstes? Macht's gut, wir finden's raus in der nächsten Folge. Ciao.